Aufbaukurs von Kempsys Lichtsteuerung. Und im ersten Teil habe ich ein bisschen ein Auflösungsproblem gehabt, macht mehr Licht das Video. Aber ich hoffe, dass das jetzt geregelt ist, sollte jetzt passen. Und ich mache jetzt das, was im ersten Teil sich nicht mehr ganz ausgegangen ist, nämlich die Wiedergabe- und Live-Steuerung oder Playback mehr oder weniger. Und geht wird es um das, dass man, wenn man mit der Kempsys arbeitet, gewisse Möglichkeiten hat, sehr schnell gewisse Funktionen einzugeben, Paletten aufzurufen in bestimmten Zeiten und so weiter und so fort. Und auf die Art und Weise kann man sehr schnell Verläufe machen, die passen, ohne dass man das vorher programmiert hat. Das heißt, man kann Live-Eingaben machen, ohne dass man vorher alles programmiert und nur vorprogrammierte Sachen abruft. Wir schauen uns jetzt einmal das Ganze an. Ich blende jetzt gleich mal auf den Visualizer und auf die Software gleichzeitig. Ich gehe in das Layout 1. Da habe ich links meine Gruppen. Und wenn ich jetzt einen Scheinwerfer anwähle, nehmen wir mal die Spots, die haben sie jetzt vervielfältigt. Den ersten Teil haben wir aus 12 von diesen Geräten 24 gemacht. Dann kann ich denen sagen, sie sollen hell werden oder ich drehe einfach das Licht irgendwo auf. Dann klicke ich mal dort unten auf den Soft Key. Wenn ich einmal draufklicke, sind die hell. Und wenn ich da jetzt auf die Paletten drücke, alle die, die aktiv sind, sind die, die jetzt funktionieren für die Gerätegruppe. Und wenn ich da jetzt auf das X da drücke, dann fahren meine Lampen in Position, in ein Bild, das ich mir ausgesucht habe, das ich mir eingestellt habe. Und man sieht da jetzt gut, dass quasi auch die dazugeklonten Lampen da jetzt mitfahren in diese Positionen und dadurch natürlich mit der doppelten Lampenmenge ich das zusammenbringe, was ich vorher auch gehabt habe. Jetzt sage ich zum Beispiel, ich habe ein anderes Bild, das ist Fan-Out. Das ist natürlich gewissermaßen nicht ganz schnell, weil die Moving Heads eine Trägheit haben. Ein Scanner wäre viel schneller dorthin gefahren. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dass ich hergehe und sage, es sollte es in einer bestimmten Zeit machen. Und zwar schauen wir mal Position Far Up zum Beispiel. Da fahren sie ganz weit hin drauf und dann fahren wir wieder auf Fan Out. Jetzt hätte ich gern, dass dieser Ablauf gewissermaßen ein bisschen langsamer funktioniert und möglicherweise auch eine gewisse Harmonie drin hat. Und zwar gehe ich jetzt her und sage, ich hätte gern in 3, tippe da 3 ein, das sehe ich dann da in der Software in dem Eingabefenster. Und jetzt wähle die Position Far Up. Und jetzt fahren die in 3 Sekunden hintere und das ist erheblich langsamer. Nachdem es ein weiter Weg ist, ist es trotzdem noch flott. Jetzt kann ich hergehen und sagen, ich fahre in 10 Sekunden wieder in meine X-Position. Und jetzt fahren die Lampen in 10 Sekunden auf diese Position. Und bleiben dort stehen. Dasselbe funktioniert natürlich, wenn es eine Farbmischeinheit ist, auch mit Farben. Wenn ihr Farbrad habt, funktioniert das nicht. Aber ich kann jetzt da sagen, Sie sollen bitte in 3 Sekunden wieder die Zahl eingetippt. Da sehe ich es im Eingabefenster rot werden. Dann fäden die Geräte in 3 Sekunden langsam auf rot. Und wenn ich in einer Sekunde oder so wie 4 erwischt auf blau gehen will, dann machen Sie das jetzt in 4 Sekunden. Wenn ich mich vertippe, kann ich natürlich mit Backspace oder Pfeil zurück das rausgeben. Das ist so einmal recht praktisch und recht komfortabel, dass ich schnell einmal was auszutue. Aber möglicherweise möchte ich nicht, dass die ganzen Lampen das gleichzeitig auf einmal machen. Ich gehe jetzt einmal die ganzen Lampen zurück auf weiß, aber ich will, dass das weiß von einer Seite auf die andere reinfährt. Das heißt, ich wähle jetzt an und sage in 3 Sekunden mit einem Stern hinten noch, sehe ich wieder da in der Eingabe, gehe auf weiß und dann fährt das weiß von links nach rechts. Eine. Diese Aufteilung entsteht, weil ich dieses Kürzel, also diesen Stern hinten nachgib und dann weiß das Bild, okay, teile die Fadezeit auf, die Zeit ist, wie lange das Ganze dauert und die Überblendzeiten sind so kurz, wie durch die Anzahl der Schritte, die ich halt habe, das ist abhängig von meinen Geräten, die da oben hängen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich,
möglicherweise, das kann ich jetzt beim Auffahren genauso machen, also wenn ich jetzt sage, in 10 Sekunden mit einem Stern, wieder da sehe ich, was ich gemacht habe, auf meine Fahr-Up-Position, dann fährt einer nach dem anderen da rauf. Und ich habe automatisch einen Verlauf. Eine wichtige Sache ist in dem Zusammenhang auch, wenn ich das jetzt speichert, sind die versetzten Zeiten automatisch in der Speicherung mit drinnen. Die zweite Geschichte, die jetzt noch geht, ist natürlich, dass ich den Stern nur ein bisschen modifiziere. Und zwar gehen wir jetzt her und sagen, statt dem Stern, gehen wir Stern und ein Slash. Das heißt, ich sage jetzt 5, falsch rum, zuerst ein Stern und dann ein Slash. Das Stern ist immer der, der als erstes sagt, was für Aktion. Und das Slash dreht man das Ganze um. Das heißt, ich habe jetzt nur mal einen Fehler gemacht, weil ich muss die Zeit zuerst eingeben. 5, Stern, Slash. Und jetzt gehen wir auf unsere Fan-Out-Position wieder. Und jetzt fahren die Lampen von der anderen Seite aus. Dasselbe wäre auch mit 5 Stern Slash, wenn ich auf Rot gehen will. Und wenn ich mit 5 Stern wieder auf Weiß gehe, fährt der Vorhang wieder in die andere Richtung auf. Und damit kann ich mit sehr einfacher Art und Weise was Verteiltes machen. Es gibt da noch ein paar zusätzliche Optionen, und zwar kann ich noch ein Plus oder ein Minus benutzen. Jetzt wenn ich hergehe und sage, ich habe in 5 Stern Plus auf Blau, dann fährt der Vorhang von außen zu. Und wenn ich sage, ich will in 5 Stern Minus wieder zurück auf Weiß, dann fährt der Vorhang wieder von der Mitte auseinander. Das wäre aber auch so, dass ich hergehe und sage, ich fahre rauf oder ich fahre auf den Schlagzeiger oder auf sonst irgendwen. Das funktioniert genauso. Das heißt, ich sage jetzt wieder zum Beispiel 5 Stern Plus und dann fahren wir auf unsere Far-Up-Position. Dann fahren die Äußeren als erstes auf und das fährt in die Mitte zusammen. Wenn ich nur einen Stern eingibe und wieder auf X fahre, dann fahrt er die gleiche Zeit, die ich vorher gehabt habe, und ich muss keine Zahl und keine Zusätze eingeben. Das heißt, mit Stern, ohne Zahl, ohne irgendwas, wiederholt er die zeitliche Vorgabe, die ich vorher eingeben habe. Jetzt haben wir einiges an symmetrische Abläufe und regelmäßige Abläufe gehabt. Manchmal oder oft ist es einfach auch schöner, wenn das unregelmäßig läuft, wenn ich da Asymmetrie drinnen habe. Und die erreiche ich auch, indem ich noch einen Stern an Punkt nachgib. Das heißt, ich sage Stern, Punkt, so 5, Stern, Punkt, und in 5 Sekunden sollen die auf Blau fahren und die fahren jetzt komplett kreuz und quer auf Blau. Oder ich fahre nur mit Stern wieder dasselbe random zurück auf Weiß. Man sieht da sehr schön, dass er die Lampen, die wir vorher dazu geklont haben, als einzelne Lampen betreibt und nicht das parallel mit den anderen mitfährt, zum Beispiel bei so einem Ablauf. Und natürlich kann ich genauso mit einem versetzten auf eine andere Position fahren. Zum Beispiel, wenn ich, sage jetzt ein Schlagzeug-Solo, dann kann ich, wann das Schlagzeug-Solo anfängt, manuell ziemlich schnell alle Lampen oder Gruppen von Lampen aufs Schlagzeug schicken, und wenn die nicht gleichzeitig hinfahren, schaut das möglicherweise einfach besser aus. Gut, das ist was, was man einfach am besten ein bisschen übt. Das heißt, ich sage es nochmal ganz kurz, wir haben den Stern, damit es auffächert, mit dem Stern Slash macht er das rückwärts, mit dem Stern an einem Plus fährt er von außen rein und mit dem Minus fährt er wieder raus. Mit dem Punkt nach dem Stern macht er es zufällig und mit dem Stern ohne irgendwas anderem wiederholt er die letzte Eingabe. Die andere Möglichkeit, die es noch gibt für diese Gruppensachen, ist natürlich, ich kann meine Gruppen entsprechend anders anlegen. Wenn ich eine bestimmte Reihenfolge haben will, die sich mit diesen Kürzeln nicht erledigen lässt, dann brauche ich nur die Geräte über den Anwahlsyntax, wie wir es gestern gelernt haben, 1 plus 7 plus 11 plus 67, was auch immer, in der Reihenfolge eintippen.
das Ganze in eine neue Gruppe speichern und dann habe ich die Abläufe von meiner neuen Reihenfolge drinnen. Daher ist nochmal ein Rückblick beim Patchen, die Kopfnummern, die man sich aussucht. Es ist ganz wichtig, dass ich Kopfnummern nehme, die eine sinnvolle Reihenfolge haben, weil wenn ich die benutzen kann, bin ich ganz schnell beim Programmieren. Wenn ich die Köpfe, die da oben hängen, komplett durcheinander habe, dann ist es natürlich immer ganz mühsam, dass ich Gruppen zusammenbringe, mit denen diese Effekte ordentlich funktionieren. Gut. Eine zweite Geschichte, die es noch gibt, ist quasi in der Software die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe eine Gruppe aufgewählt, und so habe ich schon angefangen vorher. Und dann gibt es da herüben beim Encoder Y, in einer öderen Software-Version ist das nur im F oben gewesen, die Selection normal. Wenn ich nur mit drauf gehe, habe ich reversed, das ist quasi mit dem Schrägstrich. Wenn ich nur mit drauf gehe, habe ich into center von außen eine, nur mit drauf von center out. Das sind genau die Stern, Schrägstrich, mit Plus, mit Minus und mit einem Punkt, um eben ein Random zu erreichen. Wenn ich Random Selection anders brauche und nicht das über diese Kürzel machen kann, dann kann ich die Shift-Tasten drücken und dann kommt da oben ein Random Select. Damit haut er die Reihenfolge von diesen Lampen durcheinander. Das heißt, ich habe jetzt da ein Random Select von meiner Gruppe und wenn ich jetzt Random Select das Gobo rein tue, dann habe ich das jetzt verkackt, weil ich keine Zeit eingegeben habe. Das heißt, ich habe nur immer mehr Random Select und wenn ich jetzt sage in 3 Stern auf das zweite Gobo, dann fahren sie jetzt quasi in der Reihenfolge, die ich als letztes selektiert habe. Schöne Sache ist auch nochmal in der Erinnerung, wenn ich jetzt clear und ich mache das live, will ich das möglicherweise nicht hart haben. Das heißt, ich kann eine Zeit eingeben, 3 clear und in 3 Sekunden cleart sich mein Programmer und meine Scheinwerfer wären dunkel. Machen wir das nochmal ganz kurz mit Visualizer im Bild, damit ihr es ja auch seht. Das heißt, ich habe die Lampen hell, machen wir einfach mal nur locate und wenn ich jetzt eingebe 3 und clear, dann drehen sie die Lampen in 3 Sekunden ab oder fahren zurück auf eine Grundposition, was immer ich dann dazu haben möchte. Gut, so, die nächste Geschichte, die es gibt, ist, man kann sozusagen einen Basking Rate Master einrichten, und zwar mit dem Crossfader. Der Crossfader ist der Fader X, also der rechts neben dem 10er Fader ist, in der Software der da. Da haben wir dann natürlich die Möglichkeit, dass wir einstellen, wie schnell so ein Übergang funktioniert. Und das heißt, ich kann für 0 bis 10 Sekunden das machen und spare mir die Zeiteingaben, die ich jetzt vorher immer über die Tastatur gemacht habe. Gehen wir nochmal ganz kurz dorthin. Das heißt, ich gehe in das Setup. Im Setup gehe ich oben auf View Settings, sind wir in dem Fall schon. Und dann gehen wir auf Playback. Im Playback gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich beim Crossfader Function, also Crossfade Master Function, hergehe und da einmal einen Doppelklick reinmache. Und dann kommt da eine Auswahl von eben Rate Master, Global Rate Master, Basking Master etc. QStack Rate Master, das bezieht sich dann auf den, der angewählt ist. Wir nehmen jetzt einfach nur den Basking Rate Master und haben damit mit dem Fader erreicht, dass der die Zeit eingibt, die wir uns dann quasi sparen können. Gehen wir nochmal zurück in unser Layout 1, sage ich, diese Spots bitte dreht sich auf und dann gehen wir auf Rot. Schalte hart um, dann fahre ich mit dem Fader ein Stückerl auf, drücke auf Blau und dann fädelt das Ganze einfach um. Das heißt, ich habe pauschal, wenn das ein Basking Rate Master ist, da die Möglichkeit, mit dem Fader live das schneller und langsamer zu machen. Das heißt, ich habe eine langsame Nummer, ich setze dann ein bisschen weiter auf, ich habe einen Schluss und wieder so es stehen bleibt, ich schiebe ihn auf 0 und ich drücke auf den Knopf, auf Go, Flash, was auch immer, Release, Clear und das Ganze ist weg. Und ich spare mir das, dass ich das jedes Mal bei jeder Eingabe eingib, beschleunigt natürlich die Live-Bedienung sehr. Gut, wir haben dann auch noch eine Möglichkeit, dass wir beim Build
diese Zeiten, die irgendwelche Sachen haben, wie zum Beispiel Effekte oder solche Sachen, die da laufen, über die Eingabetasten, also über die Select-Tasten, über die Play-Tasten und über die Pause-Tasten machen. Das schauen wir uns dann ein bisschen später nochmal an. Aber so prinzipiell, wenn ich jetzt nur rein diese Live-Sachen mache, wo ich sage, okay, ich habe ein paar Sachen vorprogrammiert, meistens lege ich mir, wenn ich jetzt eine Show mache und ich weiß nicht genau, was passiert, lege ich mir da ein paar Fader an mit Helligkeiten, wo ich sage, okay, ich habe einmal die Gruppen hell, dann habe ich da einen Chaser drauf und einen Fader über Effects Engine gemacht und die Positionen, die ich brauche, da habe ich einfach entsprechend brauchbare Palettenpositionen mir gemacht, damit ich die dann abrufen kann, wenn ich es brauche, weil es ist ja quasi, wenn ich jetzt der Band mische, die ich normal nicht mache oder nicht kenne, nicht zwingend notwendig, dass ich auch weiß, was da jetzt passiert, also tendenziell eben nicht. Gut, die nächste Geschichte, die wir uns anschauen, sind erweiterte Q-Stack-Optionen. Das heißt, ich kann in den Q-Stacks, die wir auf unsere Playbacks liegen haben, können wir hergehen und können da erweiterte Sachen einstellen. Zum Beispiel, wir erinnern uns, wenn ich einmal draufklicke auf das S oder auf die Tasten, selektiere ich den mit einem Doppelklick, macht einmal die Listen auf und mit einem Dreifachklick habe ich die Optionen, die da drinnen sind und da gibt es jetzt diverse erweiterte Sachen. Es gibt ganz, ganz viel, dass man das customized, aber es gibt ein paar wesentliche Sachen, die halt das Arbeiten schnell einmal vereinfachen. Ich gehe jetzt einmal kurz auf Clear, das ist weg, ziehe meinen Busting Master runter und eine Sache, die extrem gut ist, ist die Wiedergabe mit Holdover, wenn ich Page Holdover mache. Und zwar, ich kann zwei Seiteninhalte gleichzeitig auf einem Fader mehr oder weniger aktiv haben. Das ist einmal dazugekommen, weil das eben gewünscht war. Ursprünglich war es so, oder die Standardeinstellung ist so, wenn ich jetzt den Fader auftrage, dann fahren das eine, was auf dem Fader drauf ist, das sind jetzt quasi die Parkannen, der Chaser von hinten runter. Und wenn ich da auf Next Page gehe, da haben wir das P1 da herunten, sagt man, ich bin auf der ersten Seite, wenn ich auf Next Page gehe, dann fängt der Fader zum Blinken an und das Blinken sagt, da läuft von der Vorderseite noch was und momentan bin ich nicht in der Lage, da was aufzutragen. Also ich muss jetzt den zuerst andrehen, dann plaudert er auch um und wenn ich ihn jetzt wieder aufschiebe, rennt hinten im Pixel Mapping von meiner Sache da ein Effekt durch, der halt da drauf gelegt ist. So, gut. Wenn ich jetzt will, dass das beides gleichzeitig auftrat wird, weil das miteinander nichts zu tun hat, ich meine, das sind ein bisschen Arbeitsphilosophien, wie man was aufsetzt. Manche haben gern im Hintergrund alles Mögliche laufen. Andere wiederum haben gern einfach die Sachen da und was ich sehe und was ich auf Zugriff habe, das spielt und alles andere will ich nicht haben, weil dann kann ich auch jederzeit eingreifen, wenn ich irgendwas machen will. Das Page Holdover, das finde ich im Setup wiederum und das ist wieder im Playback und dann haben wir da auf der linken Seite Crossfade, das wäre da unten. Da. Next page to next. So. Genau. Vorletzte Playback Holdover Mode Default. Und wenn ich da eingehe, sage ich Two Page Holdover und jetzt ist das aktiviert. Das heißt, probieren wir das Ganze jetzt einmal aus. Wir haben den Fader da aktiv und gehen jetzt auf die vorhergehende Seitenretour und jetzt kann ich auf der vorhergehenden Seite den Parchaser auftragen und ich sehe unten in dem kleinen Fenster, das noch da ist, dass von der vorigen Seite noch der Effekt rennt hinten auf dem Pixelmapper. Das heißt, ich habe am Pixelmapper den Effekttrainer und den Parchaser und beide sind auf meinem selben Playback.
Natürlich muss ich jetzt, wenn ich den Effekt manipulieren will, irgendwas verändern will in der Liste, muss ich natürlich wieder auf die andere Seite umgehen. Dann schalten aber auch da oben in der Ansicht die zwei um. Das heißt, der untere ist der, der im Hintergrund läuft, und der obere ist der, der jetzt gerade aktiv ist. Das heißt, jetzt kann ich die Helligkeit von meinem Pixelmapper zurückziehen oder wieder aufschicken. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich Go gibt. Ja, da sind auch noch andere Effekte drinnen. Nur dritte Geschichte. Wie auch immer, das heißt, jetzt kann ich das bedienen. Und wenn ich jetzt wieder auf meine erste Seite gehe, habe ich wieder ein paar Chaser da. Und kann zum Beispiel da irgendwelche Sachen manipulieren oder mit einem Doppelklick reingehen. Das heißt, über Page Hold Over kann ich mir zwei aufeinanderfolgende Seiten nach hinten und nach vorn immer wieder was mitnehmen, auf der nächsten Seite schon was auftragen. Das heißt, ich verdoppelt mehr oder weniger die Playbacks, die ich da zur Verfügung habe, auf meine 10 Feder vom Hauptpult, also von meiner Grundeinstellung. Gut. Das ist auch eine Funktion, die ist noch nicht so alt und kennen auch viele noch nicht, aber das ist sehr praktisch. Dann eine andere Sache, die noch sehr wichtig ist, gehen wir wieder ins Setup. Und zwar, also Entschuldigung, nicht Setup, sondern in die Optionen, in die QStack Options. Ein anderer Weg wäre da herum, QStack die Taste zu wählen und dann da in die Optionen einzugehen. Und das, was auch noch eine wichtige Sache ist, ist die Wiedergabepriorität. Und zwar normal heißt, der Playback hat Standardpriorität, das Bild verhält sich, wenn alles auf normal ist, ganz normal, dass Übergänge von HTTP, LTP-Kanälen übersprechend von woanders sich so verhalten, wie das von der Funktion her üblicherweise vorgesehen ist. Wenn ich jetzt irgendeinen Effekt habe, zum Beispiel ich mache eine Liste, die heißt Random Strobe, und die Random Strobe Listen sollte unbedingt über die Farben drüber gehen. Ich will, dass alles weiß wird, weil ich will, dass die Gobos alle rausfahren und dann sollte es stroben. Dann ist es natürlich nicht zielführend, dass man der alles rausschmeißt, weil wenn ich das Random Strobe andrehe, dann will ich, dass das wieder zurückkupft zu der Stimmung, die ich vorher gehabt habe. Und das funktioniert, indem ich einfach in der entsprechenden Q-Liste dann hergehe und sage, ich mache eine mittlere oder eine hohe Priorität. Mittel und hoch wird immer noch vom Programmer overruled. Das heißt, wenn ich im Programmer live mehr oder weniger eine Gruppe anwähle, auf irgendeine Position schicke, dann wird das immer über das drüber fahren, was in Mid und High drin ist. Das heißt, wenn ich im Programmer händisch Farben eingegeben habe, dann werden die nicht rausfahren, wenn ich das Random Strobe auf Mid oder auf High habe. Ja? Da gibt es dann noch eben die Möglichkeit, das gleichwertig mit dem Programmer zu machen oder Above Programmer. Das heißt, wenn ich einen Q-Stack habe, der Above Programmer, über dem Programmer von der Wertigkeit ist, dann hat der mehr oder weniger, ganz wurscht, woher die Information kommt, immer die Priorität und das spielt dann aus. Einerseits kann ich das hernehmen für ein Grundlicht, das ich mir irgendwo setze. Das heißt, ich habe irgendwo eine Stimmung, ganz wurscht, was passiert. Ich traue auf und ich sehe was. Wenn man zum Beispiel eine Kamerasituation hat, kann man sich auf die Art und Weise irgendwo so ein paar Notlicht-Szenarien machen, wo man schnell ein Licht auftrat, wenn die Kamera wohin filmt, weil was Unerwartetes passiert ist. Oder eben für Showsachen Sequenzen, die einfach drüber fahren. Es ist ein bisschen so, wir haben gestern so dieses Add und Swap gehabt. Wenn ich an irgendeinen Flash-Tasten reinfahre und ich bin im Add-Modus, dann macht er das zusätzlich zu dem, was schon ausgespielt. Wenn ich im Swap-Modus bin, dreht er das Restliche an. So kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wenn ich da die oberste Priorität habe, fahre da über alles andere drüber, bis ich es wieder ausschmeiße. Eine andere Sache wiederum im Playback ist, wenn ich diese Tasten, den Chaser da, den ich da jetzt laufen habe, releasen will. Das heißt, ich sage, der ist da und ich drücke jetzt auf Release, dann ist der einfach hart weg. Hart weg ist natürlich nicht so schön, aber ich habe die Möglichkeit, die Release-Eigenschaften in die Optionen umzustellen. Und zwar gibt es da bei Activate und Release die Möglichkeit, dass ich sage, a Release Time. Wenn ich da jetzt 5 Sekunden reinschreibe oder 2 Sekunden reinschreibe, meinetwegen, dann kann ich den Chaser wieder wegfahren, gebe ihm wieder ein Go, dann fährt der wieder
Und wenn ich über die Release-Tasten am O drehe, dann fädelt das in 2 Sekunden aus, weil ich eine übergeordnete Release-Time habe für diesen Stack, für diese Liste. Gleichzeitig ist es so, dass ich auch einstellen kann, was passiert, wenn er released. Zum Beispiel, dass er automatisch am Schluss stehen bleibt, könnte ich ihm sagen, wenn ich einen Release mache, dass er das von selber tut nach dem letzten Schritt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Sequenz, die ich durchdrucken will, dann drücke ich einfach auf Go, Go, Go und der fährt 3 verschiedene Bilder auf der Bühne an und dann will ich, dass sie das von selber wieder auflöst. Dann kann ich ihm sagen, wenn du fertig bist beim letzten, löst den Q-Stack einfach wieder auf, dann fährt der einmal durch und verschwindet dann wieder. Die andere Geschichte, die noch da ist, ist Release Resets to First Step. Das heißt, wenn ich release, geht er wieder zum ersten Schritt zurück. Möglicherweise habe ich aber Listen, wo ich sage, ich will, dass er nachher, wenn ich wieder weiter drücke, dort weiter tut, wo er vorher war. Dann gehe ich einfach da rein und sage Doppelklick oder, um es zu wiederholen, wenn das gelb umrahmt ist, ich kann da unten einer klicken und sage ich auf No. Dann ist der Chaser dort, wo er stehen bleibt, fahr das nächste Mal weiter. Das können wir jetzt ganz schnell mit dem ausprobieren. Wir gehen mal Go und wir sehen, als erstes fährt das Rot einer, das Grün und das Gelb. Jetzt release man. Und jetzt gehen wir wieder Go. Und er fährt mit dem Gelb einer und fährt dort weiter mit Blau, Rot und aufs Grün. Jetzt release man. Und jetzt gehen wir das nächste Go. Jetzt fährt er beim Grün einer und fährt genau dort weiter, wo er vorher gewesen ist. So. Shift-Release schmeißt alles raus und wir gehen zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben jetzt quasi Erstellen von Q-Stacks und Queues. Da gibt es ein paar beschleunigte Methoden, mit denen man ganz, ganz schnell einen Q-Stack erstellen kann. Wiederum wichtig ist, wenn ich vorher die Gruppen ordentlich gemacht habe, und wenn die Gruppen eine vernünftige Aufteilung haben, das heißt als erstes im Patch die Kopfnummern gut verteilen, dann vielleicht auch gleich die Farben und die Sachen und die Informationen eingeben, die Namen hergeben, dass ich sage, ich mache einen Namen für Backtrust, Fronttrust, was auch immer. Kleiner Tipp, schreibt keinen Aufsatz rein, ein paar Kürzel, BT für Backtrust und sonst irgendwie sollte reichen oder vereinfacht die Navigation und man findet die Sachen schneller, weil man nicht so viel Informationen lesen muss. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe das alles sauber gemacht, dann gehen wir da ganz kurz einmal ins Layout und ich gehe auf leere Seiten, gehen wir auf Seite 4 und jetzt habe ich die Möglichkeit, das ist gestern schon mal kurz gesagt, dass ich einfach Standard-Queue-Programmierung wäre, alle Front of House auf Full Record FOH schreibe einen Text klein zum Beschriften und klicke auf das erste S und es ist da. Drücken wir auf Clear, wir fahren mit dem Fader auf und runter und ich habe meinen Q-Stack da. Mit einer Stimmung, Front of House Lichter. Eine zweite Variante ist, das Ganze über Copy zu machen. Ich gehe her und drücke die Copy-Taste, dann fragt er mich da in dem Eingabefenster Copy Select Source, also die Quelle selektieren. Selektiere wieder den und jetzt steht da Select Destination, also das Ziel. Und jetzt klicke ich auf den nebenbei und jetzt steht da Ints. Wenn ich den aufschiebe, passiert im Visualizer genau das gleiche. Das heißt, der hat denselben Inhalt wie der. Aber der Vorteil von dem war, ich habe nur Gruppen aber kopiert. Und wenn ich jetzt Gruppen einfach auf einen Fader brauche, kann ich mir es overkopieren und kann man es ja dann nachher beschriften. Das heißt, ich kann ja jetzt anschließend hergehen und sagen, ich drücke auf Set und klicke daher und nenne das jetzt FOH. Und jetzt heißt, hoppla, habe ich weitergeschrieben, Set da, löschen wir das Int außer und schreiben FOH rein. Gut, so, jetzt ist es das Gleiche. Für diese Tätigkeit ist es einmal noch nicht so eine große Hilfe, aber der Chaser, den ihr kennt, wo die 4 Bar-Scheinwerfer hinten laufen, den kann man auf eine ähnliche Art und Weise machen. Und zwar sage ich Copy, Select Source und jetzt klicke ich auf die erste und fahre mit der Maus bis zur blauen Nummer.
Oder das kann ich auch auf dem Bildschirm, auf dem Touchscreen mit dem Finger machen. Und ich kann es auch mit Shift und Select und hintereinander drucken. Auf alle Fälle, die vier sind jetzt selektiert. Da steht im Text immer noch Copy Select Source. Das muss ich jetzt bestätigen mit Enter, wenn ich es auf dem Weg mache. Wenn ich mit dem Finger drüber fahre auf dem Touchscreen, weiß er schon, dass es ist. Wenn ich es mit der Maus so mache, muss ich es nachher noch mit Enter bestätigen. Und jetzt steht da Select Destination. Und jetzt gebe ich ihm das dritte Playback. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was im dritten Playback drinnen ist, dann stellen wir fest, da fährt jetzt durch Rot, Grün, Gelb und Blau. Das heißt, ich habe jetzt da schon fix fertig einen Chaser aus diese vier Gruppen, die da oben gelegen sind. Und wenn wir das jetzt sehen, merkt man, das ist natürlich schon erheblich beschleunigt, wenn ich jetzt sage, ich schmeiße ein paar Gruppen irgendwo hin und es ist automatisch ein Chaser, dann spare ich mir einige Programmierschritte. Eine zweite Geschichte nämlich noch ist, wenn ich da reingehe, dass diese Cues schon beschriftet sind mit All Green, All Red und was immer sie halt dann ursprünglich waren. Das heißt, ich habe da fix fertige beschriftete Cues herinnen und ich habe auch fertige Cue-Listen. Ich kann mit Doppelklick da einer die Geschwindigkeit verändern oder Richtungen und was auch immer. Ich habe einen Chaser mit alle Funktionen von einem Chaser. Shift Release und wir lösen alles auf. Das gleiche kann man auch machen, wenn man zum Beispiel Farben bei Moving Heads benutzen will. Weil jetzt haben wir Gruppen abgeschmissen. Ich kann aber auch verschiedene Paletten einer Gruppe zuordnen und aus dem automatisch Listen machen. Und zwar funktioniert es so, ich gehe wieder in mein Layout 1, ich will jetzt meine Gruppen, nehmen wir die Spots an und sage denen, was auch immer, machen wir es nochmal anders, Shift Release und Clear, wir kopieren als erstes die Spots auf dem Playback 6. So, dann sagen wir Set daher und schreiben da eine Spots und jetzt können wir da die Spots auftragen. Einfach nur damit wir ein Licht haben. So, Visualizer, damit man sieht, was ist. Die Farbe ist noch da, weil das der letzte Wert war, der drinnen war. Das ist in die Einstellungen. Das kann man auch ändern, dass wenn man nichts schickt, das automatisch wieder in die Grundstellung fährt. Schauen wir uns später an, ist in die Settings. Jetzt schauen wir uns an, wie wir da beschleunigt Farbchaser zusammenbringen für die Sachen da. Das funktioniert, indem ich jetzt die Gruppen anwähle. Und jetzt sage ich anschließend Copy, weil die Farben an, sagen wir mal, Rot bis Blau, das sind jetzt da quasi 6 Farben. Und dann steht da wieder Select Source, bestätige mit Enter, Select Destination, klicke sie da nebenbei her. So, mit Clear ist alles aus dem Programmer, was angewählt war. Und wenn ich jetzt den Fader da brauche, ich gar nicht auffahren, ich brauche ihm nur ein Go geben. Und jetzt fahren schon die Farben durch. Die Fader wäre in der Default-Funktion, wäre der Fader quasi die Helligkeit. Nachdem in der Liste gar keine Helligkeit ist, brauche ich den Fader für den Zweck gar nicht. Das heißt, ich habe jetzt da eine Liste, wo die Farben durchlaufen. Wenn ich die Steuerungstasten halte, kann ich die auch in andere Reihenfolgen anwählen, die Farben und so weiter. Einfach das, was ich anwähle, schmeißt man da runter. Nebenbei können wir uns jetzt von dieselben Gruppen zum Beispiel ein paar Positionen einschmeißen. Und zwar sagen wir jetzt Copy, soll ich auf der Tastatur die Steuerungstasten und sage Far Up, X und In zum Beispiel. Und dann sage ich Enter für die Bestätigung und schmeiße das da her. Und jetzt habe ich auf der nächsten Liste einen Chaser, wo er gewisse Reihenfolge von Positionen auffährt. Das ist jetzt kein Effekt, wie wir es gestern gemacht haben, sondern es ist ein automatischer Ablauf, es ist ein Chaser von Positionen, die vorher gespeichert waren. Wenn jetzt zum Beispiel macht einen Auftritt, die Scheinwerfer sollen von einer bestimmten Position über Zwischenpositionen zu einer Endposition fahren, muss man manchmal Zwischenschritte machen, weil die Moving Heads sonst nicht diese Linie fahren, dann programmiere ich mir die Reihe noch einfach ein und wenn die Reihenfolge fertig ist, dann kann ich die alle auf einmal in der Liste einschmeißen und in dem Moment, wo sie in der Liste sind, ist der Ablauf schon da. Ich brauche dann nur mehr mit einem Doppelklick reingehen und sagen, okay, ein Cue-Timing. Dann ist es so, dass ich auf Go drucken muss.
Dann kann ich nur in der Überschrift, also die Spalten Fade anklicken und sagen 3 Enter für 3 Sekunden. Und jetzt kann ich händisch in 3 Sekunden Fades auf diese Positionen fahren. Beziehungsweise, wenn ich jetzt was anderes brauche oder andere Zeiten oder unterschiedliche brauche, das gebe ich mir halt da ein. Aber der Arbeitsschritt, dass ich die ganzen Geräte zusammenfasse und da reinbringe, der geht mehr oder weniger einfach über das Kopieren der Informationen in einen Q-Stack. Gut, wir releasen oder Shift-releasen das Ganze wieder. Und was ich jetzt euch bitte, ist, dass ihr einfach jetzt nochmal wieder probiert, dass diese Funktionen mehr oder weniger ausführt, ein bisschen umeinander spült und auf die Art und Weise ein bisschen quasi euch einfindet in die neuen Sachen. Und ich melde mich wieder zurück mit der nächsten Session um 12 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen.